Sanctuary. Ah. So, jetzt muss ich echt mal gucken. So, also jetzt gehen wir erst abgeben und dann muss ich echt wirklich nach dieser Quest gucken. Ein Kammerjäger. Nach welcher Quest? Das ist ein schlechtes Zeichen. Nicht Quest, nach den Waffen. Entschuldigung. Ach so. Wir müssen oben abgeben. Bei Roland vermutlich. Roland? Rick. Hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Bei unserem letzten Treffen schienst du nicht sehr begierig, mich wiederzusehen. Die Zeiten ändern sich. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Selbst von einem blutrünstigen Psychopathen. Wer hat dich so genannt? Jack? Nein. Du. Vor 3 Jahren. Oh. Tut mir leid. Schön, dich wieder an Bord zu haben, Brick. Schön, wieder hier zu sein. Ich habe die ganze Crew aus Teil 1 hier. Krass. Ja, ernsthaft. Wo ist der? Wo ist Mordecai? Mordecai ist links in der Ecke, hinter dir. Hä? Da. Ach da, ah ja, ja, okay. So, ich rede mal mit dem Kollegen hier. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, die sich nur für Jack öffnet. Entschuldigt die Störung, aber die Zeit drängt. Begib dich in den Ort Opportunity. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich es auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber sei vorsichtig. So, ganz viele Leute haben hier Quest für uns. Die Lilith zum Beispiel. Ich hab was Neues für dich. Propaganda ist scheiße. Gut, Jack angenommen. Jack bombt jetzt sämtliche 6 Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen, die er gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Nadia Moxis Camcorder. Ah, okay. Brick hat auch was für uns. Du bist auf ein bisschen Action, Slab? Ich bleibe auf absehbare Zeit im Sanctuary, aber du müsstest was zu meinen Slabs in 1000 Cuts erledigen. Triff dich mit Rocco. Er ist ein absoluter Vollidiot. Aber wenigstens wird er nicht versuchen, dich zu killen. Das ist beruhigend. Gut, okay. Jetzt haben wir bei Moxie hinten noch auf der Ecke da anscheinend 2 Quests. Ja. Eine Menge Nebenquests haben wir wieder. Im schwarzen Red gibt's nix. Okay, hier in der Ecke zum Beispiel ist noch einer. Ah, das ist das Ding. Hm. Was ist das? Das ist dieses Teil, was wir brauchen. Achso. Markus? Frag Markus nach The Bane. Warte mal, ich mach das gerade mal. Okay. Geh mal die andere Quest noch annehmen. Ich geh mal kurz zu Markus und frag ja, Markus, was oh, Moxie. Hallo Moxie. Ups, ich hab ihr ein bisschen Trinkgeld gegeben. Ich wollte eigentlich du mit dir reden. Also meine Kamera, ha? Huh? Ja. Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosion. Am besten beides. War das die Quest, die Sache? Ja. Ja. Sehr gut, ich hör mal kurz. Bring diese Kamera nach Opportunity. Und, da hätte ich aber noch eine Quest zum Annehmen. Zocki. Das war der Teil von Liliths Mission. Da war hinten bei Moxie in der Bar gibt's noch was zum Annehmen, eine Mission. Ach so. Ja. Nee, das ist nochmal Moxie. Okay. Ja. Hey Sugar, als ich mit dem Schluss gemacht habe, hat Jack meinen Underdome zerstört. Und jetzt will er seine eigene Arena bauen, nur um mir eins auszuwischen. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Bauprojekts. Okay, wir müssen einen Bau stoppen. Bist du bei Markus? Ja, hab mit ihm geredet. The Bane ist, keine Ahnung, ich hab's nicht gehört, weil Moxie dazwischen geredet. Auf jeden Fall müssen wir für die Mission nach The Dust. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Haufen Missionen wieder. Jo. Opportunity ist das nächste Gebiet, aber erstmal machen wir andere ja fertig. So, gehen wir erstmal nach The Dust, machen The Bane, gehen wir nach Thousands Cuts, machen Rockos Nightkampf oder gehen wir nach Wildlife Exploration Preserve und machen Tierschutz? Ich will nackte Haut sehen. Also machen wir die Mission von... Nee, das ist ja die Hauptmission, oder? Weiß ich nicht, Nee, Lilith, Lilith. Von Lilith? Da müssen wir aber ein neues Gebiet rein, glaube ich. Echt? Ja. Oh, ich wäre dafür, dass wir, bevor wir ins neue Gebiet gehen, erstmal die anderen 3 Quests da machen. Also so das ich die muss eine... erstmal verkaufen jetzt und vergleichen, bevor wir jetzt weitergehen. Ja, Badass-Ränge eintauschen und. Hier vorne ist ein... Gehen wir zu Markus. Unten hast du doch. Hier ist doch alles. Markus? Okay, warum nicht? Vielleicht hat er ja auch interessante Waffen. Könnte ja sein. Das glaube ich ja fast nicht. Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch später. Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Okay.
Ich habe hier eine Slag-Pistole. Wenn ich zische, wenn ich zwischen zwei Übeln wählen muss, nehme ich das, das ich noch nie versucht habe. Die hat 178. Das ist ja von der Slag-Waffe eigentlich ganz schön. Ich habe eine Rifle gefunden, die ich ziemlich geil finde. Die werde ich jetzt auf jeden Fall mal nutzen. Ein paar der Tage lang. Raketenwerfer verkaufe ich. So. Ich habe zwei Slag-Waffen. Aber die eine ist nicht so gut wie die, wo ich dir jetzt gleich gebe. Das ist, glaube ich, ein Revolver, glaube ich. Eine Feuerknifte habe ich auch noch. Und eine Explosionsknifte, die richtig gut ist. Ich habe hier zwei gute Knarren. Ey. Leck mich am Arsch. Also, die eine ist die hier. Und die andere ist die hier. Die mit Explosionsschaden gucke ich mir mal an. Die Slag interessiert dich nicht? Ja, ich bin nicht. Ich mag dieses Slag-Zeug irgendwie nicht so. Alter, jetzt habe ich eine gute Säure-Ding-Sniper gefunden. Ich habe keine Arbeit für dich. Komm später wieder. Für mich hast du nichts? Nee, nicht wirklich. Warte mal, vergleichen. Nein, nicht mit Waffen. Ach, das ist doof. 350. Die ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie viel Schuss hat die denn? 5 Magazin, 5 Magazin. Okay, vom Magazin schenken. Boah, der Revolver mit Explosionsschaden, der ist bestimmt nicht schlecht, aber ich weiß nicht so recht. Slag-Waffe 288, 239, 8 Schuss, 5 Schuss. Herzlich willkommen, Kunde! Feuerrate. Na, ein Feuerrate ist ein bisschen schlechter. Ladegeschwindigkeit 4,2, 3,1 ist besser. Slag-Chance hat sie mehr wie die. Aber dafür ist der Schaden von der Slag-Waffe natürlich größer. Boah, ich bin hin und her gerissen. Willst du die Slag-Pistole haben? Ich verkauf sie, ja. Nee, ob du die benutzen willst, ansonsten kann ich sie auch verkaufen. Ist ja dann wurscht. Ja. So, wenn der V ich auch weg, die benutze 200, ich aber eh der, nicht. Was für ein Artefakt hast du momentan eigentlich drin, ne? Maximal... noch immer dieses eine Artefakt da. Mehr Erfahrung. Ja, lass ich auch drin. Oh Mann, ich habe jetzt 3 Slag-Waffen. Die sind alle sehr gut. Die eine hat aber 9 Schuss. Ist schon besser, 9 Schuss. Hat aber nur 272 Schaden und die andere hat 288 Schaden. Ach, egal, ich verkaufe die. Und behalte die jetzt. Jetzt habe ich eine neue Sniper, eine neue Säure-Sniper. Meine Blitz-Sniper ist nochmal die alte und eine neue Slag-Sniper. Ja, ich habe meinen Kram jetzt soweit auch mal. Achso, jetzt ist er noch. Ach nee, warte, ich war noch nicht fertig. Ich habe ja noch mehr. Nee, ich habe doch nichts mehr. Okay, jetzt ich möchte bin, ich aber... Ich bin ready. Jetzt will ich auch meine Badass-Token nochmal einlösen, weil ich habe 11 Stück, die ich noch machen kann. Guck mal. So. Da bin ich dabei. Ich habe auch noch, glaube ich, ein Ding, wo ich einlösen kann, oder? Nee, habe keinen Skillpunkt mehr. Ich dachte, ich hätte noch einen. Ich habe nur 5. Ich habe. Aber ich glaube, du hast auch zwischenzeitlich nochmal eingelöst. Das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Schusswaffenschaden. Maximale Gesundheit. Schusstreffsicherheit. So, ich habe meine Tokens eingelöst. So, die Frage ist jetzt, ach, wir arbeiten einfach, wir machen ja eh alles. Ich lock jetzt einfach mal das Ding in The Dust ein und dann machen wir das jetzt. So, okay. Wir machen ja eh alles, daher ist das ja eigentlich total Latte, was wir jetzt zuerst machen. Gut. Weiter geht's. Dann geht's. Warte. Ich würde noch gerne noch was kaufen, kurz. Ja. Und zwar Munitionskapazität. Dass ich mehr Munition tragen kann. Mit Slag und so, weißt du. Das machst du wo? Nicht mit Slag. Das mit Iridium. Schwarzhändler. Ja. Wo ist der nochmal? Der war doch hier irgendwo. Ja, hier vorne, bei Monkey auf der Ecke fast. Ah, genau.
Nee, eine Tür weiter. Hier. So, was will ich dann haben? Ach toll, der hat ja gar keinen Sniper mehr. Ausverkauft. Der ist komplett ausverkauft für mich. Na gut, dann stock ich. Pumpgun gibt's auch nicht mehr genug. Ja toll, mehr Safe. Safe, was soll das denn für ein Quatsch? Ja, den Safe benutze ich irgendwie sowieso nicht. Ich auch nicht. Dann gehe ich nochmal kurz am Muni-Automaten, weil dann kann ich auch meine Muni nochmal kurz aufstocken gehen. Wenn ich mir jetzt noch die Updates... Oder bin ich jetzt überall voll? Bin ich da jetzt voll? Auch wenn ich... Oder kann ich noch was aufnehmen? Ja, ja, bist du automatisch. Nein, ich kann noch was aufnehmen. Deswegen gehe ich gerade mal noch kurz was kaufen, Mann. So, ich kann jetzt 6 Granaten aufnehmen. Ich habe schon fast alles gekauft. Ja, geht mir ähnlich. So. Und dann sind wir gut. Echt bald durch jetzt, habe ich so das Gefühl. Ja, das glaube ich noch nicht. Sanctuary wird durchhalten. So, wenn ich losreisen kann, machst du das, sagst Bescheid. Ja, los geht's. Alles klar. Was haben wir denn hier? Danke. Ah, die Waffe, die bei mir gerade angezeigt wird, die sieht ja witzig aus. Die hatte ich mal, ganz am Anfang. Ja, wir sehen ja unterschiedliche Waffen. Ah, wir sehen ja unterschiedliche Waffen, soweit ich weiß. So, wo ist denn das hier auf der Karte? Schauen wir mal. Das ist da hinten, glaube ich. Ah, ist gar nicht weit weg. Komm mal zu Fuß hinlaufen. Cool. Schon wieder hier. Wir kommen hier am meisten hin, finde ich. Ja, wir hatten echt einen Haufen Missionen hier. Das stimmt. Aber das ist in dieser Schlucht hier. Ah, okay. Aber wenigstens ist es halt so, dass wir halt zwar oft in die an sich zurück müssen, sag ich mal. Wow! Fette Spieler, der ist ganz stark. Alter, der ist echt fett. Schieß auf seinen fetten Hinterteil. Der ist 2 Level über uns. Ja. Wow, ich bin gleich tot. Ah, aber du gehst als erstes. Der hat aber fette Erfahrung gebracht. Iridium. Fette Beute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zock ist schon wieder ganz besonders lustig. Nein, das ist Ding. Ich hab grad Ding hier. So ein Erfolg gekriegt, der heißt so. Ah, okay. Den müsstest du eigentlich auch gekriegt haben. Nee, hab ich glaube ich nicht. Nicht? Weiß ich jetzt nicht. Ist nicht drauf geachtet. Dass das Ding ein paar richtig fette Sachen gedroppt hat. Ja, was denn? Also Iridium bei mir nur. Warte mal, bei mir. Ich hab eine Sekunde. Eine SMG aufgenommen. 174 Schaden, Genauigkeit 96, das ist echt gut. Feuerrate 8,7, aber ohne das Ding rotzt alles weg. Warte mal, die muss ich jetzt mal kurz ausrüsten. Was nehme ich denn dafür raus? Ich nehme mal das hier raus. Das Ding rotzt ja alles weg. Warte mal. Pass auf, hör mal, komm mal her. 174 Schaden, 96 Genauigkeit und 8,7 Feuerrate. Pass auf. Junge. Nice! Jetzt bin ich mal ohne, also ich meine ohne Elementarschaden jetzt, ne? Aber mal gucken. Hä? Was soll ich sagen? Die ist aber, die hat relativ wenig Muni. Ich muss die ziemlich oft nachladen dann. Aber ansonsten ist die relativ geil. So auf naher Distanz. Also diese Feuersniper, ich bin noch immer voll begeistert von der. Hoho! Ein Raketenwerfer mit 4000 schon wieder. Aber hey, was ist das für ein Level, sag mal, was wir hier gerade machen? Sie sind alle Level 23. Die Mission ist auf normal. Oh, hier, ich hab's gefunden. Ja. Finde Hurrays, ist bestimmt... McNally hat The Bane übernommen. Funktionierte bestens gegen die Spider-Ant. Aber der Fluch... Wenn du das hörst, finde McNally. Er mag mich zwar im Stich gelassen haben, aber was The Bane mit ihm machen wird, hat er nicht verdient. Ach, komm. Okay. Hat das verdient. Hast du gesehen, wo das ist? Ja. Das ist ein Witz. Jetzt können wir wieder ganz zurückrennen, ein Auto schnappen und dorthin fahren. Ich wollte gerade sagen, aber können wir uns ein Auto schnappen, dann geht das schon. Also die SMG, die ich gerade gefunden habe, die ist geil. Bis auf die Tatsache, dass sie ein bisschen verzieht beim Schießen, aber das hält noch ein Grenzer, die auch schon schlimmere Waffen. Was mich am meisten stört an dieser Waffe ist, dass ich relativ schnell nachladen muss, irgendwie nach 25 Schuss. Oder oft bei dem Tempo, wie die schießt, sind 25 Schuss ruckzuck weg.
Und das ist ein bisschen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber ansonsten ist die echt gut. Und meine Feuer-SMG habe ich auch noch mit dabei. Die hat ja zum Beispiel 32 Schuss, ne, da, die ich dann verprassen kann. Mhm. So, ich schnapp uns mal eine Karre. So. Na dann, los geht's. Mal irgendeins jetzt hier. Hab da jetzt irgendeins genommen, keine Ahnung, war mir jetzt egal. Bin drin. Wie fahren wir denn da jetzt am besten? Ja, einfach hier durch, ja, und dann da durch und dann geradeaus und dann. Jetzt gleich links hier, ne? Ja, genau. Jetzt hier runter, genau. Genau. Und schon vorne sind wir da. Raus. Der Knelly, den müssen wir töten, glaube ich. Feind und nicht Blatt, nein, ich wollte ihn so töten. Oh, er ist nicht tot. Aber. Nicht tot. Du schlagst jetzt die Autos weg. Er ist tot. So, das ist ein Rekorder, ich muss da aufsammeln. Ich muss sie loswerden. Da kommt von Lynchwood, um sie mir abzukaufen. Der Idiot hat ja keine Ahnung. Wo ist das jetzt? Ach du Scheiße, okay. So, dann müssen wir, glaube ich, zu dem Bahnhof da hinten hin. Oder die Ecke da irgendwo war da, glaube ich. Ja. Wuhu! So. War ne, beim Reisepunkt zu den Highlands hier vorne muss das sein. Oder Bahnhof? Ich weiß nicht genau. Ne, Bahnhof. Ah, okay. Aber wir müssen die Hodunks, glaube ich, töten. Ich check mal aus. Oh, Alter. Alter. Ich komm mal kurz aus. Ich hab gar keine Deckung, Mann. Okay, jetzt. Jetzt lenkst du sie alle ab und dann kann ich sie schön wegsnappen. Gut, alle tot. Nee, einer noch. Ah, da kommen noch mehr. Ja. Hä? So, was war das? Warte mal, auf dem anderen Steig. Ah, wir müssen hier mit dem Ding fahren, oder was? Ach, geht, ja, nach Lynchwood. Gibt's den Automaten an der... Nee. Warte kurz, aber ich glaube, die SMG, die ich gefunden habe, die tausche ich doch wieder aus, weil dann kann ich auch die Feuer-SMG benutzen. Und da habe ich dann da, glaube ich, mehr von. 205, 91, 3, was macht die? 111. Feuerrate. Auf geht's. Warte ganz kurz. Feuerrate... 4, 6, ne, macht natürlich ein bisschen kaputt. Natürlich lieber die hier rein. Es geht doch wieder in ein neues Gebiet. Ab geht's nach Lynchwood. Lynch! Den kümmern wir doch. Lynch!